Oh Mann. Zwei Pakete, habe gar nichts bestellt. Die sind jetzt hier angekommen und ich habe große Fragezeichen in den Augen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was das ist und von wem das ist. Gut, ich sehe jetzt hier das eine Logo, das seht ihr wahrscheinlich auch hier, dieses Wildschwein auf Rot. Das kenne ich von meinem Buchenarzt her, das Blackfire. Warum es jetzt hier steht, keine Ahnung, aber vielleicht klärt es sich ja auf, wenn wir die Kisten aufmachen, was ich erstmal machen werde. Ich schnapp mir dazu mal ein Messer und dann werden wir die Sache mal hier auftüdeln. Also mal gucken, wo wir die Sache hier aufkriegen. Vielleicht ist ja drinnen auch irgendwas ein Anschreiben. Ich bin ja ein Fan vom Paket aufmachen, gerade wenn ich nicht weiß, was drin ist. Sonst bestellt man ja immer und weiß schon, was man da in der Tüte hat. Aber hier, surprise, surprise, wir gucken mal. Ja. Ein, zwei, drei, vier, fünf Kisten drin, also kleinere Kisten. Ja, wir nehmen uns einfach mal eine raus. Immer noch nichts. Okay. Mach es mir nicht einfach. Immer noch nichts zu sehen, was ich da bekomme. Oh Mann. Was ist das? Invisible Wild Boar Attractant. Schokolade. Also ich glaube nicht, dass das Schokolade ist. Also nicht für uns, für mich. Erinnert mich halt hier ganz stark, wenn ich das Bild hier sehe, an Boilies aus dem Karpfensektor. Mit denen holt man sich die Karpfen an den Futterplatz, an die Unterwasserkürrung. Und ich nehme ganz stark an, dass das einen ähnlichen Effekt haben soll, nämlich dass damit die Schweine an die Kürrung geholt werden sollen. In dem Fall mit dem Flavor Schokolade. Dann lassen wir mal gucken, was in dem nächsten drin ist. Wahrscheinlich keine Schokolade. Ich nehme ganz stark an, dass es diese Boilies oder Futterbälle in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Würde ich zumindest so machen. Mann! Was ein Zeug. Dachte ich es mir. Fischflavor. Ist natürlich mega. Wildschweine lieben Fisch und auch den Fischgeruch. Wir dürfen aber allerdings natürlich nicht auf der Kürrung mit Fischen arbeiten. Aber ich denke mal, das hier selbst wird sozusagen nur Trägermaterial sein und aufgepimpt mit Fischliquid, also mit Fischflavor. Insofern werden wir mal sehen, ob wir mit diesen Fischbällen oder den Wild Boar Attractant Bällen die Sauen an den Start kriegen. Also davon, das sieht gut aus. Viel leichter. Also das kann schon mal nicht mehr diese Bälle sein. Ah ja, okay. Dann denke ich mal, ganz klar, ein Cap.
Wollmütze. Na, die Merchandise-Artikel halt, ne? Okay. Schlüsselband, okay, okay, okay. Keine Ahnung, was es ist. Kann ich mir nur denken, dass es so eine Art Duftkärtchen ist, ähnlich wie so ein, wie nennt man diese Duftbäumchen fürs Auto. Jetzt nur kein Aufhänger hier im Wald, aber Jungs, werde ich hier drin nicht aufmachen, denn hier will ich keine Schweine drin haben, ganz klar. Und es riecht bestimmt mörderlich. Okay, den zur Seite. Nächsten Karton ist ja heute wie Weihnachten hier. Zumindest fühle ich mich so. Danke schon mal an Blackfire. Ah, ja, 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 ja. Das sind nochmal diese Bälle. Und wenn ich hier jetzt schon A drauf sehe, nehme ich ganz stark an, das ist ein nächster Flavor. Wir schauen mal. Also wir haben jetzt Schokolade, Fisch und dann werden wir mal sehen, was würde ich machen. Ich würde wahrscheinlich Anis. Anis oder vielleicht was Fruchtiges, Banane, Apfel. Mal gucken. Mal sehen, was die Jungs gemacht haben. Ich hab's gewusst. Anis. The next one. Ah, der ist zugeklebt. Ah ja. Ist das Blackfire Original. Aber verändert. Die Flasche hat einen anderen Deckel. Hier oben so ein Portionierer drauf. Und, wenn ich es richtig gesehen habe, ist die Flüssigkeit, also sprich dieser Buchenarztteer, etwas dünnflüssiger geworden. Gucken, ob das besser ist, ob sich besser auftragen lässt. Ja, das müssen wir mal testen, weil da kann ich wirklich nochmal direkt den Vergleich bringen zwischen dem, was ich in der Vergangenheit gekauft habe, im letzten Jahr, und dem, was sie mir hier geschickt haben. Bin gespannt. Tja, stellen wir einfach mal hier mit dazu. Und die letzte Kiste. Jungs, keine Ahnung, was das hier ist. Blackfire Spezial. Ist hat Granulat. Steht hinten drauf, nur was man damit nicht machen soll. Sprich in Augen schmieren und wenn irgendwas passiert ist, Ätzung und so weiter und so weiter. Aber wie ich es anzuwenden habe. Keine Ahnung. Ich glaube, da muss ich mir mal schlau machen. Aber ein Produkt, wo keiner weiß, oder ich zumindest noch nicht, wofür das gut ist. Aber wie gesagt, ich will hier auf keinen Fall drin schnuppern. Insofern auf den Tisch. Großer Karton ist leer. Aber wir haben noch einen zweiten. Ich bin gespannt. Messer muss ran. Ja. Alles in schwarz auch eingepackt, alles in schwarz gemacht. Könnte Zeug von mir sein. Alles in Black oder Night. Jesus Maria. Mal sehen, was das jetzt hier noch ist. Ich nehme stark an, wenn ich mir das jetzt so betrachte und auch die Menge davon, dass das einfach in dem Wald irgendwo auf dem Boden aufgetragen wird oder hingeschüttet wird, um damit die Sauen halt ja, ranzuziehen. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich etwas mehr von nehmen, ansonsten würde jetzt hier nicht so viel am Start sein. Nächste Karton. So, raus das Ding. Ah, ja. Ah. Nochmal eine Runde von dem Bällen. Ich nehme stark an,
Ein weiterer Flavor, schwer zu sagen. Ich würde auch erstmal wahrscheinlich die 3 nur nehmen. Anis, 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 Anis. Ganz ehrlich, mir wären 2 von dem Fisch lieber gewesen. Mal sehen, was hier in dem letzten Karton drin ist. Ah ja, ganz klar, nochmal Blackfire, Buchenarztteer, davon soll ich wahrscheinlich auch etwas mehr nehmen. Bin gespannt, wie sich das im Revier macht. Fazit Jungs, der ganze Tisch ist hier voller Lockstoffe. Unbestellterweise, sprich, die sind einfach so von meiner Haustür gelandet. Vielleicht klärt sich das noch kurzzeitig auf, wer dafür zuständig war, sprich, warum ich in den Genuss gekommen bin. Ich werde alles probieren, weil wenn man schon die Möglichkeit hat oder bekommt, die Sachen zu testen, werde ich natürlich Vollgas geben. Aber am meisten heiß bin ich auf diese Wildbälle hier. Diese Invisible Balls, davon verspreche ich mir eine Menge, weil im Karpfenbereich geht das wie Sau. Und davon verspreche ich mir eine Menge. Die anderen Sachen, wie gesagt, von diesem Blackfire Spezial weiß ich gar nicht, wie ich es anwenden soll. Probiere ich aus. Genauso wie diese Aufhänger. Bin ich gespannt, was in den nächsten Wochen passiert, wenn ich die Sachen hier anwende. Ja, habt ihr am letzten Spot gesehen, dass ich eine Kürrung mit Malbaum und diesem Buchenarztteer betreibe und dass da auch ordentlich Aktion drauf ist. Aber um zu testen, ob die Sachen hier wirklich geil sind und funktionieren, werde ich mir wahrscheinlich eine neue Stelle im Revier aussuchen. Werde mal sehen, wie lange es dauert, um das erste Schwein, die erste Sau an die Kürrung zu bringen, wenn ich diese Lockstoffe dazu verwende. Ich werde die nächsten Wochen die Sachen hier an den Start oder besser gesagt an die Kürrung bringen und euch natürlich weiterhin darüber berichten und wünsche euch viel Spaß dabei. Bis dann, Chris, euer Nightbar Hunter. Wenn ihr noch nicht genug habt von mir und der Jagd auf Sauen mit der Wärmebeltechnik, dann könnt ihr hier an der Stelle einfach mal noch mehr davon sehen. Es würde mich freuen und ansonsten gerne ein Abo, das könnt ihr hier unten natürlich ganz klar anklicken. Bis dann, Chris, euer Nightbar Hunter.